Wir haben uns heute mal den Mace Motormann zum Test ausgeliehen. Laut Hersteller ist der Mace Motormann ein außergewöhnlich stilvolles, ökonomisches und 100%ig elektrisches Moped aus den Niederlanden. Vom Look her erinnert man sich an ein Fahrrad oder eben auch die Motorräder der 30er und 40er Jahre. Dünne Reifen, wenig Verkleidung, der typische gefederte Einsitzersattel, alles sehr puristisch, minimalistisch. Und in der Tat, es gibt keine Schraube zu viel, keinen unnötigen Schnickschnack und ganz ehrlich, das tut in Zeiten von Reizüberflutung und Technik, die immer mehr kann, sicherlich gut. Laut Hersteller kommt der Motormann auf eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km pro Stunde. Das ist ordentlich und mit einem kleinen Versicherungskennzeichen braucht man natürlich einen Helm. Die Reichweite beträgt 65 km, auch das ist ausreichend, um über den Tag zu kommen. Der Lithium-Ionen-Akku befindet sich dort, wo früher der Tank saß. Viele Details wie die Geschwindigkeitsanzeige oder der Lichtschalter oder der kleine Knopf für die Hupe sind absolute Hingucker und verleihen dem Motormann eine besondere Wertigkeit. Kleiner Wermutstropfen, die Griffe sind aus Plastik. Die sollte man möglichst schnell austauschen, weil sie einfach nicht zum Konzept und Look passen wollen. Der Sitz ist auch etwas unbequem, liegt aber sicherlich daran, dass wir nur ein paar Stunden gefahren sind. Nach einiger Zeit wird sich der Sattel sicherlich einsitzen. Das Gewicht ist mit 45 Kilogramm natürlich ordentlich. Bedenkt man, dass herkömmliche E-Bikes zwischen 15 und 20 Kilo wiegen. Letztlich wird das Konzept des Motormann sicherlich aufgehen, weil es unserer Meinung nach ein Nischenprodukt ist. Wir können uns das Moped gut in Saint-Tropez oder Hamburg-Eppendorf oder auf Sylt vorstellen. Ein stilsicheres Fortbewegungsmittel zum Flanieren oder den kleinen Einkauf auf dem Markt. Mit einem Preis von knapp 6.000 Euro ist der Motormann aber wahrlich kein Schnäppchen. Das Understatement lassen sich die Hersteller gut bezahlen. Und somit wird der Motormann bestimmt kein Alltagsfahrzeug für den Weg zur Arbeit, sondern eher das Zweitrad für alle, die schon ein E-Bike haben, aber eben entspannt auffallen wollen.